Wie ein riesiges schwarzes Kreuz sieht Notre Dame auf diesen Drohnenbildern aus der Luft aus, mittendrin zwei große Löcher im Deckengewölbe. Die Trümmer haben den zentralen Altarraum unter sich begraben. Sobald das gesamte Kirchengebäude stabilisiert und die Schäden begutachtet sind, soll die Restaurierung beginnen. Präsident Macron sprach bereits von dem ehrgeizigen Ziel, die Kathedrale in den nächsten 5 Jahren wieder aufzubauen. Dies ist eine immense Herausforderung, aber auch eine historische Verantwortung für kommende Generationen. So soll ein internationaler Architekturwettbewerb darüber entscheiden, ob und wie der zerstörte Spitzturm wieder aufgebaut wird. Der oben auf ihm thronende bronzene Wetterhahn wurde jetzt unter den Trümmern im Kirchenschiff gefunden. Er hat den Sturz bis auf ein paar Beulen gut überstanden. In seinem Inneren sollen sich kostbare Reliquien befinden. Und auch die wertvollen Kirchenfenster und die große historische Orgel sollen das Feuer relativ gut überstanden haben. Eine der zentralen Fragen für den Wiederaufbau: Woraus soll künftig der Dachstuhl bestehen? Historiker plädieren auf Eichenbalken wie bisher. Sicherheitsexperten tendieren eher zu Metallstreben, wie sie auch im Kölner Dom verbaut sind. Eisen hat im Vergleich zu Holz natürlich den Vorteil, dass es weniger brandanfällig ist. Es gibt regelmäßige Kontrollen, Brandabschnitte, es gibt Steigleitungen und verschiedenste Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes hier am Kölner Dom. Inzwischen gibt es erste Hinweise auf die Brandursache in Paris. So soll das Feuer am Fuß des Spitzturms ausgebrochen sein, wo das Gerüst für die Arbeiter aufgebaut war. Möglicherweise hatte es dort einen Kurzschluss in den Aufzügen gegeben. Oberste Priorität für die nächsten Tage wird nun ein provisorisches Notdach haben. Es soll das bedrohte Gewölbe und Innere der Kathedrale vor Wettereinflüssen schützen.